Warning. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu einem Video, womit ich euch garantiert verwirren werde, denn wir machen eine kleine Zeitreise. Also, wir haben heute den 17. Februar, während ich dieses Video hier abdrehe. Ihr seht das Video erst in der Zukunft am 21. März. So, ist ja erstmal okay und normal, denn ich habe viele Videos vorproduziert. Jetzt haben wir aber ein Problem, beziehungsweise ich. Es ist jetzt letzte Woche bei mir, in meiner Zeit. Das heißt, am 11. Februar ist ein Video online gekommen, was hätte da gar nicht online kommen sollen. Es hätte erst einen Monat später kommen sollen, damit ich die Reihenfolge meiner Video-Uploads ein bisschen beibehalten kann, thematisch. Und da, in diesem Video ging es um das Aus mit Shimano. Und in dem Video habe ich euch auch gefragt, welche Bremsen ich für euch testen soll. In dem Titel des Videos wisst ihr auch schon, worum es geht, um die Shigura. Kommen wir aber gleich dazu. Und aber erstmal zu dem Problem, und zwar die Zeitreise, ja, was aber auch wieder gut ist. Denn das Video kommt ja erst am 21., also heute für euch, kommt es ja erst online. Und bis dahin habe ich schon jede Menge Zeit gehabt, um die Bremse für euch zu testen. Weil eigentlich sollte das erstmal nur ein Aufbauvideo werden, die Shigura-Bremse bauen aus Shimano und Magura. Das kennt ihr aber schon, ist auch schon lang bekannt, gibt auch schon Videos dazu auf YouTube. Und ich wollte dann halt in den nächsten Videos, beziehungsweise in der nächsten Zeit, die Bremsen dann testen und irgendwann für euch ein Feedback-Video machen, wo wir die Bremse vielleicht umbauen, also halt eine andere Bremse dann anfangen zu testen. Und ich euch ein Feedback zu der Shigura geben kann. Jetzt ist es aber so, da wir eine Zeitreise machen und ich sehr viel Zeit habe, werde ich mit euch zusammen gleich die Bremse zusammenbauen. Wahrscheinlich muss ich gleich eh cutten und die Bremse dann morgen zusammenbauen, weil ich gleich schon zur Arbeit muss. Aber für dieses Video habe ich jede Menge Zeit, in Ruhe diese Bremsen zu testen und euch auch noch in diesem Video ein Feedback-Video zu der Shigura abzudrehen, was wahrscheinlich erst nach ein paar Wochen für mich wäre. Für euch kommt das aber alles am 21. März online. Deswegen ist ist die Sache ganz cool, aber für mich sehr verwirrend, weil ich habe jetzt hier auch viel rumschieben müssen und die Videos verschieben müssen, um irgendwie auch dieses Video auf den 21. März zu legen, denn danach kommen immer noch einige Videos, die ich schon vorher gefilmt habe. Kommen wir zum Thema zu der Shigura-Bremse. Ich habe mich entschieden, jetzt erstmal die Shigura zu testen, weil das für mich vergleichsmäßig am nähersten kommt. Ich habe jetzt ein Jahr lang Shimano SLX, XT und XTR gefahren und mein Feedback dazu ist, alle drei Bremsen fühlen sich gleich an. Bis auf die Verstellbarkeit, ein bisschen die Optik, das Gewicht, hat man da schon Unterschiede und natürlich den Preis. Aber so von der Performance waren alle Bremsen meiner Meinung nach gleich. Deswegen ist es ein cooler Test, jetzt auf die Shigura zu switchen, weil dann habe ich den absoluten Vergleich zwischen einer Shimano-Bremse und einer Shigura. Und den werde ich euch im Laufe des Videos, beziehungsweise am Ende des Videos, ein Feedback schon geben können, was ich jetzt, was halt in der Zukunft passieren wird für mich. Shigura und nicht Magumano. Man könnte ja auch eine Magumano bauen, aber wir bauen eine Shigura. Ihr wisst auch schon, worum es geht, die meisten zumindest. Und zwar geht es darum, dass wir eine Shimano-Bremse nehmen, also Shimano-Bremshebel. Ich habe hier die Shimano XT und bauen da dran einen Magura-Sattel. MT5 oder MT7, den Sattel mit Leitung und mit Bremshebel geholt. Im Prinzip brauchen wir den Bremshebel nicht und könnten theoretisch das Ganze günstiger machen, indem wir uns nur den Sattel kaufen. Der würde dann 85 Euro kosten. Aber da bin ich unsicher, ob da die Leitung mit dabei ist. Ich weiß es nicht. Also ich habe hier in der Beschreibung nachgeschaut, da stand nichts von der Leitung drin. Es kann sein, dass da eine dabei ist. Ich weiß es nicht. Wenn, dann wäre es halt noch günstiger möglich. Also ich habe einen XT-Hebel, da machen wir die Magura MT5 dran und hauen das auf meinen Stumpjumper drauf. Ich möchte alle Bremsen auf dem Stumpjumper testen und auch möchte ich nur immer die Vorderradbremse switchen.
Einmal natürlich ist das preislich für mich bedingt, es ist dann günstiger, wenn ich mir die Bremse besorgen muss. Und natürlich auf der Vorderradbremse habe ich die besten Vergleichswerte. Also ihr wisst ja aus meinen Videos, dass ich sehr oft Stoppies fahre und sowas. Und allgemein bremst man ja mit der Vorderradbremse mehr und deswegen ist da der Test aussagekräftiger, als wenn ich es auch oder nur auf der Hinterradbremse testen würde. Und da werde ich auch bei den anderen Bremsen wieder Galfer-Scheiben drauf montieren, weil die haben mit den Shimano-Scheiben und den Breakfrost-Wandscheiben bisher bei mir am besten funktioniert. Jetzt für die Shigura lasse ich aber die Shimano-Bremsscheiben drauf, damit ich wirklich 100% den Vergleich habe zwischen einer Shimano XT, SLX, XTR zu einer Shigura-Bremse. Shigura ist auch witzig, ne? Shigura. Wenn man das andersrum montieren würde, dann wäre es eine Magumano. Also wie gesagt, ich muss jetzt erstmal zur Arbeit. Im nächsten Clip ist schon der nächste Tag. Dann montieren wir die Bremse und dann werden wir das Ganze mal testen. Gestern war der 17., heute ist der 18.02. Ich liege gerade noch im Bett und verschlafe. Weil ich verschlafe, schaffe ich es nicht, diese Bremse zu montieren, also umzubauen. Deswegen komme ich gerade aus der Zukunft zurück, werde die Bremse montieren, das Bike wieder hier hinstellen und dann können wir die Tour starten, also mit meinem Vergangenheits-Ich. Diese Technik von früher. So, da sind wir auch schon in der Bike-Werkstatt. Was ich als erstes machen werde, ist die Vorderbremse demontieren, damit ich die Leitung abmessen kann und die neue Bremse auch auf die gleiche Leitungslänge zuschneiden kann. So, überhaupt alles drin. Sehr gut. Hier sind auch Stutzen mitgeliefert, das ist sehr, sehr gut. Sogar zwei Stück. Und Oliven, sehr schön. Und auch, das ist ja cool, ich hol's euch mal raus. Und zwar schaut mal. Hier das, versuche jetzt mal, dass die Kamera das scharf stellt. Hier das Ding. Damit kann man Löcher in seinen Zähnen verschließen. Nee, Quatsch. Das ist ziemlich cool. Damit kann man die Leitung verschließen. Wenn man das zum Beispiel durch den Rahmen durchziehen muss. Mega cool, nicht schlecht. So, das heißt, die Leitung, die geht bis hierhin ungefähr. Das ist auf diese Länge, werde ich es kürzen. So, und jetzt zeige ich euch, was man hiermit machen kann. Mensch, ich muss das mal hier so festhalten. Was ist für ein hässlicher Pyjama überhaupt? So, hier das, den Ponopken, den können wir jetzt hier reinstecken. Aber ich glaube, um das jetzt durch den Rahmen durchzufriemeln, ist dieser Panopkin zu dick. Das heißt, wenn ich es jetzt machen würde, würde ich ihn mit einem Kindersicherung, so, mit einem Cuttermesser würde ich hier das so ein bisschen abschneiden, dass das Ganze ein bisschen kleiner ist. Und dann kann man das auch gut durch den Rahmen verlegen. Ich finde Sachen, die gut sind, immer gut. So, als erstes kommt hier das drauf. Dann von dem Shimano-Bremshebel hier diese Mutter. Und dann kommt hier die Olive drauf. Und jetzt können wir den Stutzen einpressen. Hier habe ich so ein Einpresswerkzeug. Wer sowas braucht, Link dazu in der Videobeschreibung. Klemmen. Und jetzt brauchen wir den Stutzen. Sieht man das, was ich hier mache?
Also normalerweise sollte man den Stutzen vorher in die Leitung schon mal reindrücken. Aber es geht auch so. So. Schon mal drin. So, jetzt nehmen wir den Shimano-Bremshebel, setzen die Leitung an, die Olive drücken wir rein und halten die Leitung schön auf Druck. Also die Leitung auf Druck da reinhalten. Bei Shimano ist es nicht ganz so wild, bei SRAM ist da sogar so eine Widerstandsfeder. Weiß nicht, ob es bei allen Bremsen ist, aber da ist so eine Widerstandsfeder, da muss man da noch gegen drücken. Okay, leichter macht man es sich natürlich, wenn man vorher den Bremshebel ans Bike montiert hätte. Aber so geht es auch. Dann dreht man die Schraube rein. Bin ich echt mal gespannt, wie die sich dann fahren lässt, die Bremse. Also einige von euch haben im Video auch vorgeschlagen, dass ich MT7 teste und MT5. Aber das habe ich ja 2019 schon gemacht. Also ich bin 2019 das ganze Jahr über mit Magura MT7 gefahren. Auch eine sehr, sehr gute Bremse. Ich hatte auch keine Probleme, bis auf einmal, da habe ich schlechte, sage ich mal, Belege reingemacht. Aber das lag nicht an den Bremsen, also an der Magura-Bremse selbst, sondern halt an den Belegen. Bremse schon mal montiert. Jetzt schrauben wir das Ganze ans Fahrrad dran. Also hier bei Shimano ist es echt egal, ob man SLX, XT oder XTR Hebel nimmt. Es kann sein, dass der XTR Hebel noch mal ein bisschen anders übersetzt ist, aber das spürt man nicht wirklich. Und was aber ein Unterschied ist, müsste das Gewicht sein. Ich habe es jetzt nicht gewogen, aber die XTR müsste auf jeden Fall leichter sein als eine SLX. So einen optischen Vergleich habt ihr hier die SLX. Das hier ist die XT. Und so schaut die XTR aus. Also die XTR ist auf jeden Fall am hübschesten. Ist aber, denke ich, auch Geschmackssache. Und aber auch am teuersten. Und für diesen Umbau würde ich aber eine XT empfehlen. Die ist halt relativ günstig im Vergleich zu XTR. Und hat aber auch die leichte Druckpunktverstellung, weil das hat die SLX-Bremse nicht. Die Diore habe ich nicht getestet, die neue. Das weiß ich nicht, wie die ausschaut. Ich glaube, bei meiner Magura-Bremse fehlt etwas. Und zwar sind hier gar nicht diese Schrauben drin, um die Bremsbeläge zu fixieren. Ach so, nee, okay. Bei den Belägen ist es ein bisschen anders. Und zwar haben die oben so einen Haken. Und deswegen haken die sich ein und können nicht rausfliegen. Wenn ihr andere Belege reinmacht, dann wird da auch auf jeden Fall so ein Bolzen dabei sein, den ihr hier reinschrauben könnt. Aber hier, das kann nicht rausfliegen, solange es auf der Scheibe montiert ist. Wenn ihr das von der Scheibe runternehmt, dann könnt ihr die Belege nach innen rausdrücken und dann rausziehen. Okay. So, was jetzt total unschön ist, ist, wie die Leitung hier zur Seite raussteht. Dafür können wir einfach mit einem Torx-Schlüssel diese hier lösen und den Stutzen verstellen. Aber nicht zu weit aufdrehen, sondern nur so weit, bis das Ganze locker ist, dass man es verdrehen kann. Dann schnell wieder schließen. Der Druckpunkt ist jetzt schon mal anders. Es könnte sein, dass das an dem Magura-Bremssattel liegt. Das werde ich aber noch im Laufe des nächsten Rides dann feststellen. So, das ist gerade mein erster Ride mit der Shigura-Bremse. Also ist noch nicht ganz eingefahren. Funktioniert, aber bremst. Aber die Belege müssen noch auf die Scheiben eingefahren werden.
So, liebe Zuschauer, nach einem Testzeitraum von über 2 Wochen, ich bin 4, 5 Mal Fahrrad gefahren, dabei ein paar sehr lange Touren. Ich bin schnell gefahren, ich bin langsam gefahren, ich habe meine Stoppies gemacht. Was ich jetzt nicht machen konnte, ist richtig lange Abfahrten in den Bergen, um die Bremse richtig heiß zu fahren. Und mein Feedback zu der Shigura ist ein bisschen anders, als ihr das vielleicht im Internet so die Erfahrungswerte von einer Shigura kennt. Und zwar habe ich euch ja gesagt am Anfang des Videos, dass ich die Bremsscheiben von den Shimano auch mit dem Magura-Bremssattel fahren möchte, um wirklich einen Vergleich zu haben. Weil meiner Meinung nach machen Bremsscheiben und Belag mindestens die Hälfte der Performance einer Bremse aus. Und deswegen möchte ich so bei solchen Tests schon ganz genau alles vergleichen, was jetzt eigentlich auch wieder nicht passt bei meinem Test. Denn ich habe jetzt zwar die Shimano-Bremsscheibe genutzt, aber in dem Shimano-Bremssattel hatte ich ja Shimano-Resin-Belege. Und in dem Magura-Bremssattel habe ich Magura-Bremsbelege drin, mit wahrscheinlich auch einer organischen Mischung, aber es sind trotzdem andere Belege, also eine andere Mischung als die von Shimano. Und deswegen ist der Test dann auch wieder nicht 100% gleich, um es wirklich miteinander vergleichen zu können. Also es ist wieder so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Und deswegen werde ich das noch weiter testen. Und zwar werde ich so machen, dass ich jetzt die Galfa-Bremsscheibe montiere und habe mir aber auch für die Shimano XT Galfa-Belege bestellt. Also wirklich die gleiche Mischung, so dass ich dann einen Test habe, wo der Unterschied nur der Sattel ist. Das Feedback dazu wird aber erst in ein paar Wochen für euch kommen, weil ich habe einige Videos vorproduziert und ich möchte jetzt nicht noch weiter reingrätschen und Videos vorher online schalten. Trotzdem hier schon mal ein Feedback für euch. Der Unterschied zwischen Magura-Bremssattel mit seinen Belegen und Shimano XT-Bremssattel mit entsprechenden Shimano-Belegen ist der, dass ich mit den Shimano-Bremssattel mehr Bremspower hatte. Also wenn ich zum Beispiel einen Stoppie gemacht habe und das Hinterrad langsam schon abgefallen ist, konnte ich die Bremse noch ein bisschen mehr anziehen und dann hat sie so weit zugemacht, dass das Hinterrad wieder gestiegen ist. Bei der Shigura muss ich gefühlt mehr am Bremshebel ziehen, damit ich die gleiche Bremspower habe wie mit der XT. Andererseits kann man so sagen, so ist die Bremse aber auch wieder leichter zu bedienen, beziehungsweise ist besser dosierbar. Kann man auch so sagen. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass es nur am Sattel liegt, sondern eher an den Belegen. Und deswegen ist meine Meinung schon mal zu Shigura, wenn man eine Shimano XT-Bremse hat, braucht man nicht extra auf Shigura umzurüsten. Wer von euch aber eine Magura MT5 hat, zum Beispiel wie ich, das ist ja der gleiche Sattel wie bei der MT7. Und ich habe ja vorletztes Jahr die MT7 mit dem hieß der HC3 oder HCS3 Hebel gefahren. Richtig geil, richtig geile Ergonomie am Hebel. Aber wer die MT5 Hebel fährt, die sind halt leider nicht ganz so cool, weil der Hebel recht lang ist. Also vielleicht gibt es welche, die es sehr mögen. Aber wenn ihr unzufrieden seid mit eurem Magura MT5 Hebeln, dann rüstet um auf XT. Und da habt ihr auf jeden Fall richtig coole Hebel, die sich gut anfühlen, einen guten Druckpunkt. Aber wenn man schon eine Shimano XT-Bremse hat, braucht man nicht zu investieren, um sich einen Magura MT5-Sattel oder MT7, was auch immer, ist halt nur ein optischer Unterschied, einzubauen. Aber wenn ihr es optisch so haben wollt, dann auf jeden Fall. Sind aber beides 4-Kolben-Bremsen. Das ist schon mal mein Feedback zu den Shigura-Bremsen. Auf jeden Fall eine geile Sache und ich finde es cool, dass es auch einfach so funktioniert, ja, ohne Probleme. Natürlich, wer auf die Idee kommt, sich eine Sragura zu bauen, also SRAM-Hebel mit einem Magura-Sattel, das geht nicht, weil SRAM ja DOT-Flüssigkeit nutzt und Shimano und Magura Mineralöl. Deswegen sowas geht da nicht. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao. Warning.